So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind bei Kapitel 4 angelangt. Es geht immer noch um die Spezialforschung von Team Rocket und die Krypto-Pokémon. Wow, vielen Dank, dass du uns geholfen hast, mehr über die Krypto-Pokémon von Team Go Rocket zu lernen, Trainer. Mit Blanchet habe ich den Erlösungsprozess beobachtet und wir haben entdeckt, dass die Dankbarkeit der Pokémon für die Erlösung die Attacke Frustration zurückkehren werden lässt. Das wissen wir ja schon alles, ne? Jetzt, wo du dies weißt, brauchen wir deine Hilfe, um so viele Krypto-Pokémon wie möglich zu retten, indem wir die Pokestops zurückerobern, die von Team Go Rocket kontrolliert werden. Die Welt steht unter Beschuss. Wirst du uns helfen, sie zu beschützen? Ich hoffe, da steckt nicht mehr dahinter. Oh, und da ist es schon vorbei. Einmal 1000 Staub, nochmal 1000 Staub, dann einmal 1000 Erfahrungspunkte, eine Sofort-TM, eine Lade-TM, 3 Sonderbonbons, da freut sich der Ismo natürlich wieder. Und jo, ihr seht, jetzt ist alles abgeschlossen. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Wir können trotzdem nochmal in die Nearby-Liste gucken. Hier ist nämlich noch Mewtwo, da geht auch noch Mewtwo auf. An der X-Raid-Arena geht ein Einer-Raid auf. Und das Pikachu mit Strohhut ist ja auch noch da. Gönnt euch da noch unbedingt ein Shiny Pikachu mit Strohhut. Geht raus, sammelt ihn noch ein bisschen. Und ihr seht, wenn ich mich hier in der Umgebung umschaue, da ist da schon wieder, da ist noch einer. Der steht hier hinten, der ist auch eingenommen. Da ist hier unten noch einer, da ist hier drüben noch einer. Dann habt ihr hier genau beim Parkeingang ist auch wieder einer. Also richtig genial, die überfluten momentan das ganze Land. Von da unten komme ich, da ist auch schon wieder der nächste bei der Caritas Gas. Und hier auf dem Markt gleich 3 nebeneinander, guckt euch das an. Sieht man jetzt schlecht, aber da hinter der Arena die 2 rechts, einer links. Hier geht's richtig ab. Geht raus, erlöst Pokémon, fangt Krypto-Pokémon, schaut, was es alles gibt. Radfratz fehlt mir noch und Bisasam fehlt mir, glaube ich. Und Zubat fehlt mir und Relaxo fehlt mir natürlich. Bis jetzt kriege ich meistens Shiggy hinterhergeworfen. Glumanda habe ich eben auch eins bekommen gehabt im Kapitel 3. Und wir gehen raus, wir suchen weiter und wenn wir noch was Fettes am Start haben, dann melden wir uns zurück. Also, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.